Hallöchen ihr, der Nadefeer, willkommen zurück bei Fallout 76 Wastelanders, wo es weiter geht, hier zurück im Camp. Heute hier in Richtung Crater. Da will ich mal hin, da will ich mal gucken, was hier so gibt. Vielleicht ist es mir ja möglich, mich den Raidern anzuschließen. Guck, der da oben, der muss gerade pinkeln. Hallöchen. Willst du unbedingt sterben? Nein, ich will zu euch. Ihr Lieben, ich möchte bei euch mitmischen. Das hier ist kein Ort für dich, Fremder. Du ziehst besser weiter. Wer bist du? Erweist dich erstmal als nützlich, dann sag ich es dir vielleicht. Okay. Bis dahin bist du einfach bloß ein ganz gewöhnlicher Trottel. Okay, gut. Und was ist das hier für ein Ort? Crater bezeichnen Fremde wie du gern als Raidergebiet. Du willst hier willkommen sein? Dann verdienst dir. Okay, wie habt ihr diesen Ort errichtet? Keine Ahnung, Fischer und seine Crew haben das hier aufgebaut. Der härteste Job, den ich mache, ist Siedler ausplündern. Okay, wie lange seid ihr schon hier? Lang genug, um zu wissen, dass bestimmte Leute uns unser Eigentum klauen wollen. Siedler, Blutadler und sogar verdammte Kultisten. Wir waren nicht alle von Anfang an hier, merk aber schon. Wir sind hier, um alte Schulden einzutreiben. Okay, ich habe noch weitere Fragen. Wenn du mich danach verdammt nochmal in Frieden lässt, ja, mach dann ich. Schieß los. Alter, wer hat dir das sagen? Das wäre wohl Meg. Wenn du in den Chor spazieren willst, nur zu. Meg hätte sicher mächtig Spaß daran. Okay. Gut. So sieht's aus, geh weiter. Ja, ich mach das schon, ey. Pimmel. So. Alter, ist das cool. Pass auf dich auf. Ja, oh, die Gesichtsmalung ist cool. Okay. Oh, es ist cool hier. Guns, Armor, Beer und Core. Guns. 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 Ganz scharf. Ja, moi. Nö. Arschlöcher werden heute nicht bedient. Oh, Loser. Hau ab. Hau ab. Nö. Arschlöcher werden heute nicht bedient. Okay. Gut, dann nicht. Gut, die haben mir aber wenigstens alles am Start. Das ist gut. Meine Lagerkiste ist sehr schön. Gut, also die Mutti will noch nicht mit mir handeln. Das heißt, ich muss mir da erst nochmal hier deren Ruf verdienen. Dann würde ich sagen, gehe ich doch erstmal hier. Amor, hast du was für mich? Du gehörst hier nicht her. Verschwinde, Karot. Ja, ist okay. Oh, den nehme ich mit. Deine Dosen. So, also die wollen mich alle hier nicht haben. So, wer bist du? Du bist tot. Du weißt es nur noch nicht. Okay. Crater Core. Oh, mir gefällt sie ja jetzt schon, hey. Caleb Fisher. Schön, dich kennenzulernen. Manche von uns haben auch Manieren. Ist draußen gerade Tag? Hier unten verliert man leicht das Zeitgefühl. Meg war bei den Knallharten. Also erwarte nicht zu viel in Sachen Manieren. Es gibt eben solche und solche. Okay, was machst du hier? Frag besser, was ich nicht mache. Wegen all den Drückebergern und Chem-Junkies bleibt doch alles an mir hängen. Ich will ja nicht meckern, aber manchmal nervt das schon. Was hältst du von Meg? Die Welt da draußen ist hart und du überlebst sie nur mit harter Führung. Meg ist schon in Ordnung, schätze ich. Vorher waren wir mit Levs Crew unterwegs. Meg kassiert die ganzen Lorbeeren, aber ohne Lev, Lou und ein paar andere würde hier alles auseinanderfallen. Okay.
Okay, wer waren denn die Knallharten? Irgendeine alte Gang, die hier aktiv war. Die verbrannten Seuche soll sie erledigt haben. Nur wer Mac gefolgt ist, hat überlebt. Sie wusste, wann sie die Reißleine ziehen musste. Und dafür genießt sie bei ihren Leuten eine Menge Respekt. Okay, ein andermal. Klar, was immer du sagst. Alles gleich. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur lieben Mac. Und das bist du. Toll. Dank der verdammten Übertragung kommen jetzt alle Ratten aus dem Unterholz gekrochen. Hoffentlich meinst du damit nicht mich. Oh doch. Jeder, der nicht zu uns gehört, ist bloß eine Ratte, die von unseren Abfällen lebt. Kaum zurück in Appalachia kriegen wir es mit diesen sogenannten Siedlern zu tun. Dazu noch Kultisten, blutrünstigen Banditen und so weiter. Okay, warum bist du nach Appalachia zurückgekehrt? Wenn es hier wirklich einen unvorstellbaren Schatz gibt, dann gehört er uns. Wir werden davon profitieren. Nicht diese Parasiten, die nie für diesen Ort gekämpft haben. Wir waren eine Zeit lang fort, aber das heißt nicht, dass wir gern teilen. Okay, sickert hier das Skelett im Hintergrund. führst du die Leute hier an? Und zwar schon viel zu lange. Ich wollte sie nicht umsonst hierher zurückbringen. Wenn du uns unterschätzen willst, nur zu. Okay, was hältst du von Foundation? Du meinst, was halte ich von Störenfrieden, die von unserem Land leben? Momentan bedeuten sie leicht verdientes Geld, bauen ihre kleine Stadt auf, machen die harte Arbeit und lassen sich von uns über den Tisch ziehen. Okay. Nicht vergessen, Appalachia gehört uns. Was zum Teufel willst du diesmal? Okay, gar nichts. Ich würde mich gern anschließen irgendwie, das muss doch hier gehen. Hoffe ich doch mal. Irgendwie müsste das doch möglich sein. Hau ab! Du bist die Muni nicht wert. Okay, geht's da runter? Tja, du bist tot. Du weißt es noch. Hey Barb. Was hat mein Loser-Bruder Creed jetzt angestellt? Creed ist dein Bruder? Ja, wir passen aufeinander auf. Was meistens heißt, dass ich ihm seinen fetten Arsch retten muss. Er bemüht sich, aber ich weiß nicht, ob er hier allein überleben könnte. Okay, wie bist du hier gelandet? Ich kam mit Creed. Es hieß, man könnte sich hier was aufbauen, ohne gefragt zu werden, woher man kommt. Okay, kann man den Leuten vertrauen? Ja, sie werden dich wie einen Fisch ausweiden und deinen Kadaver ausplündern. Aber immerhin sind sie ehrlich. Diese Siedler von Foundation lästern hinter deinem Rücken über dich ab. Und plötzlich hast du keine Freunde mehr. Hier verurteilt mich keiner, wenn ich mich beweise. Okay. Aber später. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Mhm. Aber ich würde mich gern anschließen. Das muss auch möglich sein. Wenn du nicht zum Zahlen hier bist, hau ab! Okay, du siehst aus wie ein Mann, der kriegt, was er will. Immer. Jeder, der mir in die Quere kommt, was aber nie zweimal passiert. Okay, wie bist du hier gelandet? Aus Russland, vor dem Krieg. Aber mir gefällt's hier. Amerikaner sind weich. Leichte Beute. Okay, hast du die Siedler... Hast du die Siedler in Foundation? Wozu? Solange sie uns aus dem Weg gehen, lassen wir sie auch leben. Zumindest so lange, bis wir so weit sind, sie auszurauben. Okay. Das ist wie Danja. Das ist wie Danja. Ja. Ist okay. Gut. Aber jetzt weiß ich immer nicht, wie ich hier mitmischen kann. Pass auf. Gucken wir nochmal hier lang. Was da noch so ist. Oh, diese Schützenfiguren sind cool gemacht. Hey, Surge. Wen haben wir denn da? Wie heißt du? Man nennt mich Surge, wegen meiner chirurgischen Präzision.
Ich kann einer Maulwurfsratte auf 1 Kilometer die Nagezähne wegschießen. Okay, du scheinst mit dem Gewehr ziemlich vertraut zu sein. Mein Papst hat mich schießen lassen, sobald ich eine Pistole halten konnte. Jetzt ist er tot. Hat mal 3 Yao Guai mit einer Pistole erlegt, aber irgendwann hat ihn die Pumpe im Stich gelassen. Okay, wie bist du hier gelandet? Als Papst tot war, bin ich den Appalachian Trail gewandert. Warum auch nicht? Lev habe ich durchs Zielfernrohr bei einer Schießerei mit Supermutanten entdeckt. Ich dachte mir, das ist ein Kerl, den ich näher kennenlernen will. Okay, bis dann. Einen schönen Tag noch. Gut. Aber auch hier gibt's keine Möglichkeit, gerade irgendwie hier mitzumachen. Oder muss ich erst eine bestimmte Anzahl an Vorab-Quests irgendwie machen? Ich habe keine Ahnung. Oder ich müsste erst Level 20 werden, um hier weitermachen zu können. Vermute ich mal. Kann ich anscheinend irgendwie Zeug verkaufen? Wer bist denn du? Erwachsene sind okay. Aber ich hätte hier gern mehr Kinder. Das glaube ich. Spielst du nicht mit Gale? Doch, wir haben viele Spiele, aber sie ist nicht immer gut darin. Vielleicht, weil sie so groß ist? Manchmal spielen wir Verstecken, aber sie findet mich nie. Dann wird mir langweilig und wir hören auf. Es wäre lustiger, wenn da noch ein anderes Kind wie ich wäre. Ja, das glaube ich. Irgendwelche Brüder oder Schwestern, mit denen du spielen könntest? Nö, gibt nur mich. Bin ein Einzelkind. Meg sagt, ich wäre total hart und hätte mich selbst großgezogen. Zumindest bis Gale mich gefunden hat. Sie sagt, die Leute in Crater wären die einzige Familie, die ich brauche. Also sind sie wie meine Brüder und Schwestern. Okay, eines Tages bist du auch erwachsen. Ja. Ren sagt, dass ich in ein paar Jahren ein großer, fieser Raider wie sie sein werde. Axel meint, ich soll nicht zu schnell erwachsen werden. Aber mir ist egal, was er sagt. Jungs sind manchmal doof. Ja, aber ich will erwachsen werden und groß und stark sein wie Mac und Gale. Okay, hat schon Ziele, finde ich gut. Klar, wenn du nicht vorher drauf gehst. Ja, cool. Kinder auch. Na, Gale? Gale, nicht sicher, was los sein. Aber du besser gehen, bevor Mac sagen, ich dir Arme ausreißen. Vor allem auch hier auf der Schürze, ne? Rara, finde ich ja süß irgendwie. Cool. Und Nägel im Fuß und hast du nicht gesehen. Na, du. Gale, wissen du hier nicht willkommen. Du besser gehen, solange noch heile. Ja, dann mache ich das doch mal. Okay. Gut, was haben wir denn hier? Nix, nur Deko. Ja, schade. Also muss ich mir jetzt anscheinend erst hier alles so viel Arbeit verdienen. Und bedankt sich jemand bei mir? Gut. Ich vermute ja, echt, dass ich irgendwie hier mit Level 20 unglaublich, dass Rose immer noch in Top of the World die Quest erst hier machen muss. Vermute ich. Schauen wir uns draußen nochmal ein bisschen um. Ach, was treibst du hier? Du bist sowas. Tuba. Ja, cool. Du bist tot. Du weißt es nur noch nicht. Oh, das Gesichtsding ist auch cool. Ey, mega gut. Mega, mega gut, hey. Hey, Molly. Hau ab, du dreckiges Arschloch. Hab ne Kugel mit deinem Namen drauf. Okay. Ist in Ordnung. Gut, die
sind also alle noch hier eher semi-entspannt unterwegs. Dich hab ich doch gleich gerochen. Hau ab, Arschloch. Bist nervös, ha? Oder musst du pinkeln? So ein Monster zu vergöttern. Diese Spinner haben total den Verstand verloren. Was weißt du über den Kult des Mottenmannes? Ein Haufen Psychos in Kutten halten unser Revier für so eine Art heiliges Land und riskieren ihr Leben, um es zu schützen. Aber das stört mich nicht. Mit diesen Psychos nehme ich es jederzeit und überall auf. Hab gehört, dass sie sich in Point Pleasant eingenistet haben. Wir sollten denen mal einen rabiaten Nachbarschaftsbesuch abstatten. Okay, Redder können manchmal auch ganz schön verrückt sein. Nee, wir sind ganz anders verrückt. Wir feiern hart ab, ballern wie blöd und gehen immer an die Grenzen. Wir sind lustige Verrückte. Die Kultisten sind heillose Fanatiker, die ihren Arsch wie ein beknacktes Monster riskieren, das sie vermutlich sofort fressen würde. Was, wenn der Kult recht hat und der Mottenmann wirklich ein Gott ist? Was? Bist du bescheuert? Nein. Wenn da draußen ein Gott ist, dann das Megafaultier. Hast du das Ding gesehen? Hey, ich könnte meinen eigenen Megafaultier-Kult gründen. Aber wir wären nicht solche Vollpsychos wie die Mottenmann-Spinner. Als Ritual könnten wir ein Bierchen mit dem Megafaultier kippen. Oder ihm Opfer bringen. So was in der Art. Nein, ich hab's. Wir opfern dem Megafaultier diese Mottenmann-Kultisten. Ha, perfekt. Ich glaube, das ist eine ziemlich geniale Idee. Ja, klingt cool. Okay, mach gut. Klar, was auch immer. Ja, whatever. Genau, ja, sehe ich auch so. Alter, viele Charaktere hier. Hey, Roxy. Hältst du uns für so eine Art Loser-Wohlfahrt? Zieh Leine. Lauf doch zurück zu deiner Mama. Hier kriegst du ja nichts gebacken. Alter, okay, okay. Gut. Hey, Munch. Mach das nochmal. Komm, mach das nochmal. Ich denke, du gehst jetzt besser. Jep, mach deinen Scheiß alleine. Ist okay. Gut, ist... Ja, okay. Also. Gut, dann heißt es, so schnell wie möglich Level 20 werden. Weiter in der Story und dann, denke ich, kann man hier auch einiges noch mitnehmen. Gut. Dann würde ich sagen, soll's das erstmal so als kleines Preview für heute. Willst du unbedingt sterben? Nein, gewesen sein. Und ich würde sagen, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao.